Video auf meinem Kanal. Ich bin der Murka. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserer FIFA 19 Reihe. Ja, es ist ein bisschen her, dass ich ein Video aufgenommen habe. Und ja, das lag vor allen Dingen an meiner Arbeit. Ich musste viel arbeiten in letzter Zeit und dann habe ich keine Zeit, meinem Hobby nachzugehen. Aber jetzt geht's weiter. So. Wir sind momentan Sechster, das ist die Aufstellung, mit der wir heute spielen. Die habe ich ja beim letzten Mal schon eingestellt. Und dann machen wir jetzt das Spiel gegen den FSV Zwickau. Es hat sich jetzt einiges getan bei Eintracht Braunschweig. Nicht hier im Spiel, aber halt in Realität. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, dass der Herr Chambers weg ist, weg sein soll. Jetzt hat er auf jeden Fall seinen eigenen, was glaube ich, seinen neuen Verein. Der spielte mich jetzt für Bremen 2. Dann hat Herr Tingaga seinen Vertrag aufgelöst. Er spielt jetzt, glaube ich, wieder bei seinem Jugendverein. Den Verein weiß ich nicht. Und dann ging es ja los, dass Eintracht Braunschweig seine alten Spieler verpflichtet hat. Es hat angefangen mit Ika, der geliehen wurde von Paderborn, wo er, nachdem er von Magdeburg weg ist, hingegangen ist. Das war ein schöner Schuss von Marc Pützner aus der zweiten Reihe. Ja. Ich erzähle euch jetzt mal so die Transferhistorie. Also wie gesagt, dann kam der Herr Düker zurück. Dann, es hat mich gefreut, haben wir den Nering verpflichtet von St. Pauli. Bernd. Paul. Dann kam ein alter Bekannter zurück, Benjamin Kessel spielt wieder in Braunschweig. Dann noch ein Spieler, den ich nicht kenne, kannte, Nils Rütten. Ich glaube, der kam vom Bonner SC an die Hamburger Straße. Ja. Die Hamburger Straße, da hat der Verein einfach wahrscheinlich seinen Hauptsitz. Das Stadion befindet sich auch an der Hamburger Straße, Stadion an der Hamburger Straße. Dann hat ja Pesic seinen Vertrag bei Magdeburg ausgelöst und zwei, drei Tage später bei einem Vortrag unterschrieben. So dass es relativ wahrscheinlich ist, dass Kruse seinen Vertrag auflösen wird. Dann eine traurige Nachricht, der Christopher Nyman wechselt zurück nach Schweden. Auf jeden Fall nach Norrköping. Schweden bin ich mir nicht sicher, ich gehe aber davon aus, dass er in seine schwedische Heimat wechselt. Ah, schade. Und auch dieser Schuss geblockt. Und dann haben wir denn schon Feigenspann verpflichtet oder kam erst noch
Ich überlege gerade, welche Reihenfolge das genau war. Beziehungsweise, ich gucke gleich mal nach. In den Medien hört man Gerüchte über sein bevorstehendes Karriereende. Nee, genau, dann kam was aber immer noch seine Entscheidung der ehemalige Braunschweiger, also er ist gebürtiger Gifhorner, das liegt hier direkt bei Braunschweig. Christopher Niemann. Klasse Pass. 2 und 3. Marcel Bär zurück. Hat früher zweite Mannschaft gespielt. In der damaligen Zeit war er nicht gut genug. Damals haben wir ja auch noch zweite Liga gespielt. Oder erste Liga, ich weiß nicht genau, wann das war. In der damaligen Zeit war er nicht gut genug für die erste Mannschaft. Ja. Jetzt wechselt er vom VfR Aalen nach Braunschweig. Dann, haben wir Mike Feigenspann geholt von Borussia Mönchengladbach U23 und heute Morgen, ich nehme das Ganze hier mittags auf, wurde bekannt, dass Malte Admundsen den Braunschweig ja aus von Kopenhagen verliehen hat. Ah, von Rosenborg, genau, von Rosenborg. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Mark Pitzner. Und er wechselt in die dänische Liga zu einem Verein, der mir nichts sagt. Christopher Niemann. Deine klasse gearbeitet. Ja, zudem trainiert Frank Merz. Also, der Verteidiger Merz mit bei uns. Walsweg, Fische Salou und Faschko haben noch keinen neuen Verein gefunden. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Die sollen ja weg. Ja, guter Pass. Ja. Und Chance für Zwickau. Er versucht, aber der Ball geht doch weit vorbei. Das war eine große Katastrophe. Mit einem Einwurf. Julius Reinhardt. Hereingabe jetzt. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Mark Pitzner verliert leichtsinnig den Ball. Und da ist der Ball im Tor. Zwickau geht in Führung. Mike Könige mit seinem ersten Saisontor. Entschuldigung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Christopher Niemann. Und die Situation geklärt. Robin Tim Becker. Ein Wechsel kommt noch nicht in Frage. Schauen wir nochmal drauf. Hier ist der Treffer. Och Mensch, läuft mir. Das könnte die Gelegenheit geben. Da ist die Flanke. Das hätte gefährlich werden so, können. So, Halbzeit. Knappe Pause. Wir liegen zurück. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch.
wir haben einige Chancen, aber halt keine wirklich guten. Mal gucken, linkes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, kann er auch rechts, ja, wir tauschen die beiden noch. Aber machen wir es lieber so. Ja, der Rest passt, dann bleiben wir jetzt mal bei der 4-3-3. Ja, bei der 4-3-3. Gehen ein bisschen offensiver zu Werke. Ich habe ja jetzt, ist auch schon wieder ein paar Tage her, aber versuche hier eine gewisse Abwechslung auf meinem Kanal aufzubringen, auch weil ich darauf Lust habe, vor allen Dingen, weil ich darauf Lust habe halt. Ich habe jetzt zwei Let's Plays angetestet. Da hat die Tonqualität noch gar nicht gestimmt. Das ist jetzt hier das erste Video, was ich mit meinem Capture Card und OBS aufnehme. Deswegen ist das auch noch etwas experimentell. Ich weiß, die letzten Videos waren alle von der Qualität her nicht berauschend. Aber wie gesagt, das ist ja ein Hobbyprojekt und ich werde mich bessern. So, niemand versucht vorne durchzukommen, aber schade. Danke auf niemand, aber auch. So. Admundsen hat den Ball. Und weiterhin. Uns fehlt die Durchschlagskraft, würde ich behaupten. Der letzte Pass. In echt. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. So, das wird nichts mit dem Konter. Da hat die Abwehr natürlich alle Zeit der Welt, wieder zurückzukommen. Hier gibt's hier eine Ecke. Und jetzt wechselt er gleich doppelt aus. Ich habe mal einen Schluck getrunken zwischendurch. Jetzt der Ball. War kein gut, aber erstmal ist die Gefahr reinig. Gut gehalten von Kruse, aber auch schlampig verteidigt von Braunschweig. Von mir. Da wird ein Eckball geben. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, durch meine Capture Card habe ich ja jetzt mehr Möglichkeiten. Wenn ihr ein bestimmtes Spiel habt auf der PlayStation 4 oder auf der Nintendo Switch, dass ich das mal Let's Play oder teste oder wie auch immer, und ich da halt auch echt drauf Lust habe, das muss natürlich hinzukommen, beziehungsweise das Geld, wenn ich mir neu kaufe, das muss für mich passig sein. Scheiße. Da muss ich halt echt Lust drauf haben. Aber schreibt's gerne in die Kommentare, was ihr bei mir sehen wollt. Ich versuche das dann unterzubekommen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Was mir aufgefallen ist, wo ich mal wieder richtig Bock drauf hätte, ist meine alte Xbox aus dem Keller hochholen, anschließen und die ganzen Skate-Teile nochmal spielen. 20
60 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Die habe ich halt leider alle nur für die Xbox, für die 360. Paul. Yep. Unverletzt. Was sagt man dazu? Da kommt Franjic. Und Förster kommt. Das war's mit den Wechseln? Und Eckballtor. Perfekt. Was macht Fetzer? Nee, es war Thorsen. Thorsen mit dem Tor. Läuft schön ein. Köpft ihn dann gegen zwei Mann ins lange Eck. Der Keeper sieht jetzt nicht hundertprozentig gut aus, muss man sagen. Oh, und Bonga durch. Aber Kruse hat gehalten. Und geklärt. Nach vorne. Und sehr schön. Oh, was mache ich denn da? Das gibt es doch nicht. Förstner erwischt den Ball nicht richtig. Und Zentimeter über den Winkel, über den rechten Winkel vom Stürmer aus gesehen. War doch abseits. Nein, war es nicht. Verdammt, das war viel zu leicht. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mit allen spiele. Ist es so typisch. First Map gibt eine hundertprozentige Chance. Oder den direkten Gegenzug quasi hält das Tor für den Gegner. Ich finde, das beschreibt die Leistung momentan von Eintracht Braunschweig. Also jetzt die letzten zwei Spiele ging es ja vor der Winterpause. Deswegen glaube ich, die Winterpause kam für Braunschweig jetzt nicht der besten Zeit. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich musste mich gerade. Hab gerade die Mannschaftsaufstellung geändert, weil ich jetzt sehr offensiv spiele. Es bleibt mir anderes übrig. Und darüber bin ich, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Es ist auch immer wieder komisch, wenn man eine etwas längere Pause gemacht hat. Wir sind ja jetzt knapp zwei Wochen, die ich mich aufgenommen habe. Dann wieder reinzukommen. Und jetzt haben sie den Ball. Zu quatschen. Ich muss sich darauf ja auf beides konzentrieren. Das ist sehr ungewohnt am Anfang. Für mich. Ich mag anderen leicht fallen, mir fällt das gar nicht leicht. Weil ich höre eigentlich beim Zocken lieber was.
Die Spieler mit Ton aus, das Spiel ist vorbei. Ja. FSV Zwickau, ich wollte schon wieder Aalen sagen, hat 2:1 gewonnen. Für uns geht's in der Tabelle weiter abwärts. Manuel Janser ist 2 Monate. Ja. Gaga kann wieder spielen, sehr schön. Jetzt simulieren wir noch bis zum Spiel gegen Wien Wiesbaden. Stellen die Mannschaft noch auf. Dann kommt wieder Dardai rein. Ihr beide macht mal Pause. Du darfst spielen. Und da spielt mal Hoffmann von Anfang an. Das ist die Aufstellung, mit der wir nächstes Spiel spielen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Bewertet gerne dieses Video. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn meine FIFA-Reihe weitergeht. Wann es genau weitergeht, kann ich nicht sagen. Ich nehme jetzt noch eine Runde. Ich wollte jetzt schon Mario Maker sagen, aber nein, das ist ja Super Smash Bros. Nehme ich noch auf. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Habt euch wohl. Euer Herr Newstime. Haha. Ciao, ciao, euer Mokka.